Der heutige Ausflug geht nach Blankenstein in die Altstadt und auch zur Burg Blankenstein. Blankenstein ist ein Stadtteil von Hattingen in Nordrhein-Westfalen. Der Ort liegt am Südufer der Ruhr gegenüber der Stadt Bochum. Der Ort geht auf die Gründung der Burg Blankenstein im Jahr 1227 zurück. Bereits 1614 wurde die Burg durch spanische Truppen besetzt. Am Pfingstmontag 1665 brach ein großes Feuer aus, das fast den gesamten Ort vernichtete. Die Freiwillige Feuerwehr der Stadt Blankenstein wurde übrigens am 2. Mai 1883 gegründet. Der Bergbau, Eisenverarbeitung und die Textilindustrie verhalfen Blankenstein später zum Aufschwung. Der Ort entwickelte eine gute Gastronomie in der Burg und im Ort selbst. Der Fremdenverkehr blieb für den Ort lange Zeit wichtig. Auch heute noch ist die Gastronomie empfehlenswert. Die im 13. Jahrhundert errichtete Burg Blankenstein zählte zu den Hauptsitzen des Grafen von der Mark. Sie ist die Ruine einer hochmittelalterlichen Höhenburg. Im Jahr 1922 kaufte die Stadt Bochum die Burg für eine Reichsmark. Burg Blankenstein steht auf dem linksseitigen Anhöhen der Ruhr, ungefähr 70 Meter über dem Fluss auf einem Felsvorsprung. Direkt unterhalb der Burgruine beginnt ein Wanderweg durch das nahegelegene Naturschutzgebiet Alte Ruhr Katzenstein.